Lass mich nochmals auf die Tiere zurückkommen, weil da hast du ein wunderbares Fass geöffnet. Ich habe mal einen Test gemacht mit 10 verschiedenen Tieren und auf 3 verschiedene Wasserbecken zulaufen lassen, um zu schauen, welches Wasser trinkt das Tier. Und ich glaube, das wäre noch die Ende deiner Geschichte letztendlich. Denn die Tiere trinken das Wasser, was uns der liebe Gott in reinster Natur geschenkt hat. Und wenn es auch nur ein Drecktümpel ist, wo sie oben das Wasser ablecken, und wenn ich ja das messe, habe ich auch wieder diese tiefen Werte. Ja, ich war mal bei einer Wasserfirma und da hat der Chef immer erzählt, das war einfach, der Satz war legendär, warum trinken die Hunde aus der Pfütze? Weil sie nicht Zeitung lesen können. Genau so ist es. Und du musst dir überlegen, und dann schaue ich natürlich im Internet, ich forsche immer und denke mal, wie gibt es jetzt das? Und dann brauchst du nur nachschauen, was hat der Hund für ein Riechorgan? Und wenn jetzt ein Hund zum Beispiel spinnt, also der bellt da rum, dann weiß der 400 Meter weiter, ist ein Weibchen läufig. Da haben wir keine Ahnung. Und das ist das Entscheidende, wenn du einen Verbrecher suchst. Rauschgift, Lawinen, Blinden, Hunde, überall. Und jetzt hast du einen Hund, der lernt zum Beispiel Chinesisch. Du hast jetzt einen Hund hier in der Schweiz, dann schickst du ihn nach China in ein Heim und er kann sofort Chinesisch. Warum? Er hat so einen Instinkt. Er spürt es. Er spürt sein Herrchen, sein Weibchen. Plötzlich kann er Chinesisch. Aber er spürt es. Und natürlich, die Tiere spüren das, was ist ein gutes Wasser und was nicht. Weil denen geht es nur ums Überleben. Mhm. Es geht nur ums Überleben. Genauso eine Pflanze. Und da kannst du, jeder kann den Kresse-Test machen. Du nimmst da Kresse und musst ehrlich sein zu dir und nimmst jeden Tag dieselben Wässer. Und dann nehme ich halt ein Heilwasser. Dann nehme ich ein hochmineralisiertes Wasser mit Magnesium, Calcium, Powerquelle und so. Und dann nehme ich ein dampfdestilliertes oder Regenwasser. Und dann mache ich die Versuche und habe 3-4 Wochen Zeit und dann sehe ich, wo entwickelt sich Leben oder wo entwickelt sich es nicht.